Hey Freunde, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ja, das ist jetzt mal ein Video, was ich noch nicht so gedreht habe. Das ist das erste Mal, dass es um was sehr, sehr Ernstes geht. Ich weiß noch nicht genau, wie ich es anfangen soll. Wird wahrscheinlich im Titel stehen. Aber Freunde, ich bin nicht mehr bei Hertha BSC. Also, ich bin kein Content Creator mehr. Die Wege haben sich getrennt. Und ich werde euch jetzt erzählen, wie das alles so zustande kam, was die Gründe waren. Wie es weitergeht, werde ich noch nicht sagen. Da wird im September dann dazu mehr kommen. Aber ich fange einfach mal an, Freunde. Falls ich den Faden verliere, ich rede hier jetzt einfach drauf los, um das zu erklären, damit auch jeder da draußen weiß, den es interessiert, warum es dazu gekommen ist und wie es dazu gekommen ist. Und ja, dass ihr da einfach mal einen Einblick habt. Ich habe immer euch alles erzählt und bin sehr offen mit allem umgegangen. Und das werde ich auch nicht ändern. Und deswegen erzähle ich jetzt einfach mal, wie ich mich fühle und was so passiert ist einfach. Also, um es erstmal vorwegzunehmen, wir sind in sehr, sehr guten auseinandergegangen, Hertha und ich. Da gab es keinen Streit oder kein Beef oder sowas. Also, wir sind sehr, sehr positiv auseinandergegangen. Das kann ich schon mal vorneweg sagen. Wir sind auch alle, wir kennen uns ja schon extrem lange, Freunde, Hertha und ich. Die waren ja die ersten, die mich überhaupt kannten. So. Also, bevor ich meinen ersten Abonnenten hatte, haben die Männer mich schon unterstützt. Und da bin ich denen auch sehr, sehr dankbar. Und ja, ich fange mal an. FIFA 18 war das, glaube ich. Da hatte ich mich ja qualifiziert für die Championship-Aktion da in Barcelona. Und da habe ich dann ein bisschen auf mich aufmerksam gemacht. War bei einer Agentur. Die Agentur hat mich zu Hertha gebracht. Und dann habe ich das erste Turnier für Hertha BSC sozusagen gespielt. Und ja, Freunde, das war für mich eigentlich so echt ein Traum, muss ich sagen, dass ich für Hertha PlayStation spielen kann. Weil ich ja auch aus Berlin komme. Ich lebe mein ganzes Leben hier. Bin jetzt 23 Jahre alt. Bin absoluter Berliner, war auch immer schon so Hertha-Fan. Jetzt kein Ultra, muss man dazu auch sagen, aber schon, ich würde mich schon so als Fan betiteln und das wurde noch intensiver, als ich halt mit Hertha dann zusammengearbeitet habe. Lange Rede, kurzer Sinn, war dann bei Hertha unter Vertrag, Freunde, und die Männer haben an mich geglaubt und da bin ich denen auch sehr, sehr dankbar, dass sie mir überhaupt die Chance gegeben haben, dass ich mich da entwickeln konnte, haben mir auch sehr geholfen. So Social Media technisch waren wir uns manchmal ein bisschen uneinig, also die haben gesagt, lösch den Post, lösch das. Ich meinte, komm, das ist doch lustig. Und dann haben sie auch irgendwann verstanden, okay, so, das bin ich halt und haben mich einfach machen lassen, ohne dass ich jetzt übertrieben habe. Und haben mich wirklich auf diesen ersten Wegen sehr, sehr unterstützt und das werde ich nie vergessen. Natürlich hat mich auch Benji sehr unterstützt, hat mir auch sehr viel geholfen, der in der Zeit auch bei Hertha war und haben mir so den Anfang halt ermöglicht. Aber was ich dazu sagen will, ist, ich bin nicht da, wo ich jetzt bin, wegen Hertha, sondern durch sehr harte Arbeit. Wirklich, ich habe mir wirklich den Arsch aufgerissen, um das mal so zu sagen. Ich habe da meine Videos geschnitten im Hertha-Raum. Ich war ja, da gab es ja so einen Raum, wo ich da meine Videos gecuttet habe, bis 6 Uhr morgens, 5 Uhr morgens. Ich habe 8 Stunden, 9 Stunden, 10 Stunden für ein Video gebraucht, um das zu schneiden. Und es wurde auch noch richtig schlecht, weil ich damals niemanden hatte, der das für mich schneidet. Und saß da nächtelang, habe dann danach noch weiter trainiert, FIFA-technisch. Habe dann wieder zu irgendeinem Interview gegangen. Also ich habe mir wirklich den Arsch aufgerissen, um dort zu sein, wo ich bin. Und das ist nicht Herthas Verdienst, dass ich jetzt gerade da bin, wo ich bin. Klar, zum Teil haben sie mir am Anfang geholfen, aber jeder hatte bei Hertha diese Voraussetzungen, jeder hätte das da machen können. Ich habe da einfach mich rangesetzt und um das auf den Punkt zu bringen. Sie haben mir den Anfang ermöglicht, aber was ich daraus gemacht habe, ist eigener Verdienst. Das möchte ich so ganz klar unterstreichen. Also, weil es wird jetzt ein paar Leute geben, die sagen, oh mein Gott, du gehst, sei doch mal dankbar. Die haben dir alles ermöglicht. Die haben mir den Anfang ermöglicht, aber was ich daraus gemacht habe, ist eigener Verdienst und ich erzähle euch jetzt auch, wahrscheinlich interessiert es die meisten, warum ich überhaupt gegangen bin. Also, viele denken jetzt wahrscheinlich, Geld spielt da die Rolle. Um es vorne wegzunehmen. Geld hat gar keine Rolle gespielt. Ich gehe gleich nochmal auf Einzelheiten ein. Dann werdet ihr das verstehen. Ich muss ein bisschen weiter zurückgehen. Ich muss ein Jahr zurückgehen, damit ihr das versteht. Letztes Jahr hatte ich schon... Freunde, letztes Jahr ging es bei mir wirklich bergauf in FIFA 20. Da habe ich innerhalb ein Jahr, glaube ich, über alle Kanäle eine 500.000 Follows gemacht. Und das war schon zu dem Zeitpunkt extrem gut so in der FIFA-Bubble. Und da habe ich echt schon sehr, sehr gute Angebote letztes Jahr bekommen von diversen Vereinen, von sehr vielen Organisationen. Und die haben mir wirklich verrückte Angebote gemacht, die ich so noch nicht kannte. Also wir reden hier wirklich von sechsstelligen Beträgen fürs FIFA-Spielen oder Content machen. Auch so mit eigener Wohnung und eigenem Wagen und so. Also es war wirklich verrückt. Und ich habe die Dinge aber abgelehnt, weil ich meinte, diejenigen, die mich kennen, die wissen, dass ich nicht auf Geld aus bin. Klar, wenn ich jetzt sagen würde, Geld ist mir egal, dann würde ich lügen. Aber ich hätte schon so viel mehr Geld verdienen können, indem ich einfach verrückte Placements annehmen würde, wenn ich hier irgendwelche Spiele spiele im Stream und dafür dann 20
20.000, 30.000 bekomme oder irgendwelche Feedposts machst oder sowas, sowas mache ich ja nie. Und diejenigen, die mich kennen, wissen, dass Geld mir in der Hinsicht scheißegal ist, weil ich da eher versuche, meine Community nicht abzufangen. Klar, paar Placements mache ich auch und mache hier auch mal Werbung, aber ich denke, diejenigen, die mich kennen, wissen, dass ich da in der Hinsicht auf Geld verzichte. Und so war das auch bei Hertha. Hertha hat mir ein viel, viel schlechteres Angebot gemacht. Wirklich, ich glaube, ich hätte woanders das Dreifache bekommen. Und meinten aber auch, Eli, wir haben das Budget und wir würden dir auch gerne mehr geben, aber es geht nicht. Und ich habe letztes Jahr gesagt, wisst ihr was, Jungs, ich fühle mich hier super wohl. Ich habe extrem viel Stress wegen den ganzen Firmengründungen und ich mache das gerne. Ich mag euch hier alle bei Hertha und wisst ihr was, ich nehme das Angebot an, obwohl ich wirklich fast das Dreifache woanders verdient hätte. Und das habe ich aber Hertha auch gesagt. Ich habe denen gesagt, dass ich woanders sehr viel mehr verdient hätte. Und dann waren sie auch sehr dankbar und meinten, hey, ist sehr cool und so, finden wir super. Und hab dann kam halt leider auch Corona ins Spiel, so deswegen konnte man nicht so viel zusammen machen in diesem Jahr leider. Aber damit ihr das mal gehört habt, Geld hat auf jeden Fall keine Rolle gespielt, sonst wäre ich letztes Jahr schon gegangen. Es ging mehr darum, Freunde, jetzt erzähle ich die Einzelheiten. Wie gesagt, das ist kein Schuss oder so, ich bin im guten Auseinandergang mit Hertha und denen, die mit mir halt gearbeitet haben, die waren auch teilweise wahrscheinlich die Hände gebunden, weil sie nicht alles entscheiden. Aber es war dann so, dass halt, es war glaube ich März ungefähr und ich habe einen Jahresvertrag unterschrieben. Ich unterschreibe fast immer nur einen Jahresverträge. Empfehle ich übrigens jeden da draußen, der von sich selbst denkt, okay, du könntest noch mehr machen, nicht irgendwie 5 Jahresverträge unterschreiben, außer es ist ein super, super gutes Angebot, weil wenn ihr jetzt, sagen wir, 4 Jahre unterschreibt und ihr entwickelt euch in der Zeit, dann seid ihr 4 Jahre an dem Vertrag gebunden, aber das ist was anderes. Das machen manche E-Sportler da draußen. Sehr lost, nimmt mich als Manager. Auf jeden Fall habe ich einen Jahr Vertrag gehabt und habe dann gesagt, Männer, es ist bald soweit, wir müssen die Vertragsverhandlungen. Dann meinte Hertha, ja, hör mal zu, Eli, wir sind noch nicht aufgestellt fürs nächste Jahr, wir wissen noch nicht, wie viel wir Budget haben, wie die Strukturen sind, wie wir was machen und so. Das habe ich verstanden, da meinte ich so, Jungs, okay, kann ich verstehen, aber ich habe, um nicht arrogant zu wirken, ich hatte wirklich viele Interessenten und also da kamen nicht wirklich konkrete Angebote zu dem Zeitpunkt, aber viele haben geflirtet. Und damit ihr merkt, auf was für einer, in welcher Liga wir spielen, da gab es, Freunde, ausländische Orgas, also jeder, der sich mit E-Sport auseinandersetzt, der weiß, auf welche ich meine, die mit F, ja, die beiden mit F zum Beispiel, waren interessiert, hatten auch mich schon versucht zu kontaktieren. Sowas kam dann halt rein und dann meinte ich, Jungs, ganz ehrlich, wie sieht's aus? Also was geht ab? Also nicht Deutsche, sondern ihr wisst, welche ich meine. Perfekt. Die Ausländischen, die Englischen, die ganz, ganz Großen, habt das gecheckt. Und auch viele Vereine einfach aus der Bundesliga hatten schon so geflirtet mäßig, aber keine Angebote. Und da meinte ich zu Hertha, Jungs, ich will euch nicht ans Bein pinkeln, aber ich muss wissen, was abgeht. Ihr müsst mir sagen, wie ihr plant oder sowas. Und das konnten sie mir leider nicht sagen. Und dann habe ich halt erstmal noch ein bisschen gewartet gehabt, bis April. Und dann kamen auch schon so die ersten wirklich ernsten Angebote rein. Und ich habe aber, um das vorneweg zu sagen, Stand jetzt, ich würde niemals für einen anderen Verein spielen, da sehe ich mich einfach nicht drin. Gab auch Vereine, die sehr interessiert waren, aber auch wenn die mir so viel Kohle geben würden, ich würde nicht für einen anderen Verein spielen, vielleicht in 5 Jahren. Jetzt werde ich richtig rasiert, in 5 Jahren gehe ich zu irgendeinem Bundesligisten und dann sieht es aus, weil der ist über den Gag gegangen. Aber Stand jetzt kann ich safe nicht für einen anderen Verein spielen, ich kann mich gar nicht damit identifizieren, auch wenn ich viel mehr Geld verdient hätte. Und das habe ich Hertha aber auch gesagt, ich würde niemals zu einem anderen Verein gehen und da sehe ich mich momentan auch auf jeden Fall drin. Keine Ahnung, was später ist, aber momentan ist es halt so. Auf jeden Fall haben sie mir dann gesagt, dass sie mir frühestens in 2 Monaten oder so war das, in 2-3 Monaten sagen können, mir ein Angebot machen können. Da meinte ich, Jungs, ich sag's euch im Guten, letztes Jahr bin ich euch so entgegengekommen, ich will da ein bisschen Wertschätzung. Wenn du jemanden fragst, gewinnt jetzt die nächsten 3 Auswärtsspiele deinem Verein oder ihr holt die deutsche Meisterschaft in der virtuellen Bundesliga, dann sagt dir jeder Bundesligist, was auch richtig wichtig und richtig ist, bevor ich hier rasiert werde. Natürlich nehmen wir im realen Fußball die 3 Punkte mit. Und ich glaube, ihr versteht jetzt, was ich euch sagen will. Man war nicht das, worum es ging, was auch vernünftig ist, um das zu unterstreichen. Wobei Hertha das noch extrem gut gemacht hat. Also die haben sich sehr um ihre E-Sportler gekümmert und ihrem E-Sport-Bereich. Aber das hat mir so ein bisschen gefehlt und dann habe ich mich so ein bisschen damit auseinandergesetzt und habe dann einfach auch so für mich gemerkt, bevor ich überhaupt das Angebot bekommen habe, also ich habe kein Angebot bekommen, um das mal so zu sagen, weil ich vorher dann schon gesagt habe, Jungs, das geht nicht und so, ich will das nicht weitermachen. Mir hat das gefehlt. Ich würde gerne Sachen machen, die nicht umsetzbar sind bei einem Fußballverein. Und ja,
das hat mich so immer ein bisschen gestört und es hat mich einfach auch, um ehrlich zu sein, ein bisschen genervt. Und dafür konnten Maurice und Dennis natürlich nichts, aber das ändert nichts an der Situation, dass ich mich da ein bisschen nicht wertgeschätzt gefühlt habe. Ich habe da 3 Jahre lang mir den Arsch aufgerissen und habe dann leider auch kein Angebot bekommen. Und ich habe dann Hertha gesagt, Jungs, ich gebe euch 1 Monat, bis dahin muss ich irgendwas wissen, wie ihr mit mir plant, was ihr auch, Freunde, ich kann euch jetzt hier erzählen, es ging auch, ging es um Geld, was geht ab so mäßig, finanziell. Also mit dem Hintergrundwissen, dass ich letztes Jahr extrem auf Geld verzichtet habe. Und da dachte ich, dass da was kommt oder dass sie eventuell irgendwie sagen, ey, ganz ehrlich, wir müssen den irgendwie versuchen zu halten, dann müssen wir jetzt eine Ausnahme machen und versuchen irgendwie denen entgegenzukommen, sowas wie, wir machen alles, damit du dich wohlfühlst und so, aber es geht gerade nicht. So wurde es nicht formuliert. Es wurde eher so formuliert und das hat mich auch sehr verletzt, muss ich sagen. Wir machen kein Wettbieten mit. Das waren leider die Worte von denen und das hat mich dann schon ein bisschen getroffen, sage ich euch ganz ehrlich. Dieses, wir machen kein Wettbieten mit, von wegen, du musst warten, 2-3 Monate, wir machen kein Wettbieten mit. Und das hat mich dann ein bisschen gestört, weil, um euch das ein bisschen zu erklären, das ist so, als wenn vielleicht jemand gute Leistung bei einem Fußballverein gemacht hat, okay, um es mit einem richtigen Fußball zu vergleichen, was du nicht machen kannst, aber damit es da draußen alle verstehen, wie ich mich fühle. Ihr habt eine extrem gute Saison gespielt und wart ein wichtiger Faktor im Team und dann machen logischerweise andere Vereine, werden dann aufmerksam auf einen und, keine Ahnung, sagen wir, der hat 20 Saisontore geschossen und dann kommt irgendein sehr guter Verein oder Real Madrid macht den dann gefühlt ein Angebot und sagt, wie sieht's aus? Und dann sagt Hertha zu dem Spieler, ja, weißt du was? Wir machen da kein Wettbieten mit. Musst halt warten. Natürlich ist der Spieler dann ein wenig enttäuscht und sagt dann, okay, habe ich mir eigentlich ein bisschen anders vorgestellt. Und das war so einer der Gründe, auf jeden Fall, dass ich mich dann entschieden habe, auch nicht zu verlängern. Und das war einer der Gründe. Und der andere Grund war, wie gesagt, dass ich wollte Sachen umsetzen, die man nicht in einem Fußballverein machen kann. Das waren so die Gründe. Und jetzt sind wir auch schon beim nächsten Thema. Wie es weitergeht, Freunde, das kann ich euch jetzt nicht sagen. Zum Thema Geld nochmal. Für diejenigen, die jetzt denken, oh, du bist dahin da gegangen wegen Kohle. Nein, ihr werdet es verstehen, wenn ich es veröffentliche. Ich habe auch Geld investiert. Jetzt werden viele denken, ah, okay, ich weiß, was du machst. Aber glaubt mir, es hat niemand so richtig auf dem Schirm, dass das so zustande kommt. Hätte ich selber nicht mal gedacht. Aber es hat funktioniert und ich bin sehr, sehr stolz. Das wird, würde ich sagen, eins der größten Projekte auf jeden Fall neben Elevate und neben der dritten Firmengründung abseits vom E-Sport. Ich hab Elevate. Dann habe ich jetzt demnächst noch eine Firma gegründet und das dritte Ding ist dieses E-Sport-Ding, was ich euch dann später sage. Ne, diese 3 Sachen werden die Hauptsachen sein und das wird ein riesiger Schritt in mein Leben. Ich bin auch froh, dass es dazu zustande gekommen ist und ich habe so krass Bock darauf und ihr werdet verstehen, warum ich das gemacht habe. Wann ist es denn? Ende oder Mitte September kann ich euch sagen, was los ist und das war eigentlich der Hauptgrund, warum ich gegangen bin. Nachdem ich sozusagen die ganz dicken Angebote bekommen habe, kam auch so langsam so, musste ich halt überlegen, was ich mache und dann bin ich mit ein paar Leuten in Kontakt gekommen und das ist das, was ich dazu sagen kann und das war der Hauptgrund, weil ich das auch unbedingt machen wollte und dort habe ich Geld investiert, ja. Also alles gut. In 3 Wochen kann ich euch sagen, was ungefähr da los ist. Und ja, Freunde, um das nochmal zu sagen, wir sind in sehr, sehr guten Auseinandergegangen, Hertha und ich. Ich bin sehr dankbar, ich weiß, dass Maurice und Dennis das Video sehen werden, deswegen nochmal zu euch. Ich bin euch sehr dankbar, dass ihr an mich geglaubt habt. Und Maurice hat immer zu mir gesagt, dass aus mir mal was wird. Der Mann hat immer an mich geglaubt. Ich bin ihm auch sehr, sehr dankbar und es wird immer noch ein super Verhältnis. Es ist nur kein Arbeitsverhältnis mehr. Geschäftlich gehen die Wege auseinander, aber so bin ich noch ganz genau gleich. Ich bin immer noch Hertha-Fan. Ich werde immer noch ins Stadion gehen. Ich werde immer weiterhin auch aggressive Tweets machen. Wenn die da jedes Mal auf dem Wochenende verkacken, dann werde ich auch schon wieder aggressiv, wenn ich darüber nachdenke, Digga. Und ich hoffe, dass ihr das alles versteht. Werdet ihr aber, denke ich auch. Ich glaube, ich habe das ganz gut erklärt hier. War vielleicht ein bisschen wild. Aber für die meisten da draußen denke ich, dass sie es verstanden haben. Und ich wünsche Hertha nur das Beste, auch im E-Sport. Werde das alles auch weiterhin dort mir angucken. Werde das auch weiterhin unterstützen. Ich bin nur nicht mehr Content Creator, auch kein E-Sportler. Das Arbeitsverhältnis mit Hertha und mir ist beendet. Und ja, das waren die Gründe. Ich denke, es wird ein bisschen ungewohnt sein, weil ich seit Tag 1 Hertha war und jetzt halt nicht mehr. Wird für die meisten ein bisschen ungewohnt sein. Aber ja, Freunde, ich denke, ihr habt es verstanden. Wollte ich mal hier nur so einen kleinen Einblick geben, damit ihr seht, wie ich mich fühle. Und ich denke aber, es wurde auf jeden Fall verstanden. Das war's, Freunde. Perfekt, da ist jemand, hat gerade einen Johannes, danke für den Sub. Großer. Guck mal hier. Guter Mann. Und das sind die wahren Supporter, die reinsubben ohne
ohne dass ich im dass ich gerade streame. Ehrenmann. Warte mal, streamen? Damn. Wer... Hätte ich das on stream gesagt, alles gut, ey, alles. Okay, Chat, perfekt. Das war's von mir. Lasst ein Like auf das Video da. Wurde wahrscheinlich ein bisschen emotional. Und Hertha und ich sind immer noch so sehr gut. Und ich freue mich, in 3 Wochen euch sagen zu können, was ich mache, wie ich es mache. Und das wird sehr geil. Da freue ich mich extrem drauf. Kuss geht raus, Freunde.